1, 2, 3, doch funktioniert super. Glück auf, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Mediengespräch nach dem 153. Pflichtspielderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Natürlich begrüßen wir unsere Gäste hier aus dem Revier und hier oben auf dem Podium, Cheftrainer Lucien Favre. Herr Favre, zunächst Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Guten Abend. Jetzt. Kommt nicht. Irgendwas. Kleines Problem. Jetzt. Okay, Sir. Ja, es war ein sehr schweres Spiel für uns, vor allem in der ersten Halbzeit. Schalke war sehr gut organisiert, war sehr gut beim Pressing, beim Gegenpressing. Und wir hatten zu wenig Ballverlust gehabt, Ballbesitz gehabt. Und wenig Torchance kreiert, 2-3 bei Konter, aber es waren keine klare Torchance. Und sie waren sehr, sehr gefährlich, auch nach Balleroberung, bei Konter auch. Und ja, es war schwer, erste Halbzeit. Wir führen 1-0. Natürlich wollen wir ein wenig besser spielen in der zweiten Halbzeit. Wir haben das probiert. Am Anfang an war es sehr schwer. Nachher kommt die 1-1. Und ja, kann ich nicht beurteilen, weil ich habe nur die Bilder nicht gesehen. Wenn es die Wahrheit ist, akzeptieren wir das total, klar, wenn es richtig Penalty, aber momentan kann ich nicht beurteilen. Nachher, was hat mir gefällt, die Mannschaft sehr gut reagiert, ist im Spiel geblieben, verstehen Sie, ist im Spiel geblieben. Sie haben weiter so Fußball gespielt und noch besser gespielt, mehr Ballbesitz, mehr Torchance und das war sehr, sehr wichtig, dass wir Ruhe halten. Und das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Die 2-1 ist gefallen. Wir haben, muss sagen, am Ende verdient gewonnen, ob es war sehr, 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 sehr schwer, weil wir haben mehr Torchance, mehr Ballbesitz und mehr Torchance gehabt. Aber sehr schwer gegen solche Mannschaft zu spielen. Vielen Dank, Herr Favre. Domenico, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, Glück auf und Glückwunsch an Dortmund zum Sieg. Wir sind gut in die Partie gekommen, hatten guten Zugriff und folgerichtig liegst du natürlich 0-1 zurück aus dem Nichts. Den seitlichen Freistoß müssen wir besser verteidigen, hatten trotzdem das Gefühl, dass wir uns da nicht irritiert haben lassen. Hatten trotzdem auch im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, mehr Passquote, haben trotzdem eine gute Ballzirkulation gehabt, eine gute Ballsicherheit. Was schlichtweg bei uns fehlt, ist die Durchschlagskraft. Wer so viele Ballbesitzanteile hat und wer so oft verlagert und in 1-gegen-1 Situationen kommt wie wir, der muss einfach mehr Torgefahr ausstrahlen. Die Flanken, brauche ich Ihnen nicht sagen, die Flanken sind bei uns eher nicht gut. Wir finden den Spieler in der Box nicht. Ich glaube, einmal ist Nabil Bentaleb glockenfrei am Elfmeterpunkt und wir finden ihn nicht. Das macht es natürlich nicht einfach, weil aus so einem ersten guten Durchgang musst du einfach mehr Profit ziehen. Das ist schlichtweg das, was wir uns vorwerfen müssen. Im zweiten Durchgang, gut, wir haben in der 33. unseren einzigen nominellen Stürmer dann verloren, haben es mit Weston McKennie und mit Hamza Mendil, der eigentlich Außenverteidiger ist, dann weitergespielt, wollten in der Hinsicht jemanden mit Tempo haben, hat gesehen, dass aber trotzdem auch die Innenverteidiger der Dortmund Tempo haben. Hamza war zweimal kurz vor dem Durchbruch und wurde trotzdem noch von Akanji eingeholt. Im zweiten Durchgang war es dann so, dass wir uns gut reingebissen haben, machen das 1-1 und hatten nach dem Tor 10 richtig gute Minuten mit viel Anteilen und verteidigen dann beim 1-2 einfach zu schlecht. Gruppentaktisch war das nicht das, was wir können und was wir zeigen möchten. Und dann war es schwierig. Wir haben keine Entlastung mehr gehabt, haben die Bälle nicht mehr festgemacht mit unseren zwei Stürmern. Dortmund hat dann den Ballbesitz gehabt, logischerweise. Bei uns hat dann die Kraft einfach gefehlt, wenn du in der Raute so viel arbeitest. Die Achter haben gigantische Wege. Nabil Bentaleb mussten wir rausnehmen, haben dann Amina Ritt auf der 10 gehabt. Das war dann für uns einfach zu schwer. Danke. Vielen Dank, Domenico. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Dann hier vorne haben wir direkt das erste Handzeichen, dann Peter Müller. An Lucien Favre. Jadon Sancho war heute der entscheidende Mann. Die letzten Tage waren für ihn nicht einfach, Trauerfeier in der Familie. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie Sie ihn erlebt haben, die letzten Tage, die letzten Stunden oder vielleicht auch jetzt nach dem Spiel. Er hat eine
Ja, klar, wir haben eine spezielle Woche gemacht. Es war schwer für ihn natürlich. Er hat am Anfang der Woche trainiert. Er ist nach London geflogen, nachher und zurück gestern Abend. Aber er wollte unbedingt trainieren gestern und unbedingt das Spiel gegen Schalke machen. Und er macht ein super Tor am Ende. Und ja. Herr Tedesco, Sie haben Ihre Mannschaft vorbereitet auf einen Gegner, der schnell ist im Angriff, der zügig ist im Angriff und torgefährlich ist im Angriff. Und dann fällt ein Tor von einem, durch einen ruhenden Ball, durch eine, Entschuldigung, ich nenne es mal Schlafmützigkeit in der Abwehr. Das muss Sie als Trainer doch verzweifeln, oder? Ja, verzweifle nicht, aber ja, ich bin natürlich unglücklich drüber, das ist klar, vor allem zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, dass die beiden Tore auch zu Zeitpunkten fallen, die schon schwierig zu verkraften sind. Du bist, wie gesagt, schon gut im Spiel, hast einen Zugriff, macht der Schöpfi einen Foul mit der eigenen Hälfte und dann passiert ein Tor. Das ist Wahnsinn mit dem ersten Torschuss. Das ist schon Wahnsinn bei uns, aber das ist nicht das erste Mal. Wir haben es in Gladbach erlebt, beispielsweise nach 2 Minuten. Wir haben es in Wolfsburg beim Brooks-Tor, glaube ich, erlebt. Aber wir schaffen es ja trotzdem wegzustecken und dann haben wir die Standardsituation auch gut verteidigt. Es ist meistens so, dass die meisten Standardsituationen ja gut verteidigt sind von jeder Mannschaft. Der Zeitpunkt war natürlich extrem bitter und auch das 2-1 war in der Phase, wo wir eigentlich gut drauf waren. Herr Tedesco, hier. Ja, hi. Hallo. Nicht nur ich, glaube einige andere Zuschauer auch waren etwas überrascht, dass anstatt Jefen Konopjanka Mendil ins Spiel gekommen ist, nach vorne gekommen ist. Warum haben Sie nicht Konopjanka, der ja eigentlich ein Offensivspieler ist, gewählt und dafür lieber einen linken Verteidiger? Ja, Kono ist ein Flügelspieler, wir haben Raute gespielt. Das ist naheliegend. Kono fühlt sich außen wohl, ist wie ein Magnet. Die linke Außenseite ist für ihn wie ein Magnet, da wird er immer hingezogen, es ist auch legitim. Wir haben aber heute 2 zentrale Stürmer gebraucht und das war so ein bisschen der Grund. Zusätzlich ist Hamza, wie gesagt, in der Truppe der schnellste Spieler, davon haben wir nicht viele, leider. Aber er ist auf jeden Fall ein Pfeil und das ist schon wichtig, wenn man da einen schnellen Spieler hat, der die Tiefe attackieren kann. Haben Sie ja gesehen in 2 Situationen, wie gesagt, wenn er da einmal durchkommt, dann wird das nicht so schlecht und ja. Das waren so die Gründe. Servus, ebenfalls eine Frage an Hintedesco. Mit Guido Burgstaller musste heute früh die letzte echte Spitze raus. Danach wirkte die restliche Offensive so ein bisschen verloren. War vor allem diese Auswechslung heute der Knackpunkt? Das wäre zu einfach. Nein, war es nicht, weil wir trotzdem auch ohne Burgi dann das 1-1 geschossen haben und erzielt haben. Weston hat das gut gemacht, ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler. Auch Hamza Mendil hat das gut gemacht. Das wäre jetzt zu einfach. Wissen Sie, wir haben Derby verloren und ich sage, das liegt an den Stürmern. Jeder, der bei uns spielt, hat eine gewisse Berechtigung. Und natürlich ist es bitter ohne Stürmer. Wir haben jetzt, glaube ich, 3-4 Stürmer, die mit Marc Uth, mit Breel Embolo und Burgi und Steven Skripski. Ich meine, wenn sie bei Dortmund die ersten 4 wegnehmen, bleibt auch nicht so viel übrig. Aber das lassen wir nicht als Ausrede zählen, wir müssen Gas geben. Hier vorne. Nochmal eine Frage an Sie, Herr Favre. Jadon Sancho hat in der ersten Halbzeit über rechts mächtig Alarm gemacht. In der zweiten Halbzeit hat es am Anfang nicht so gut funktioniert. Das Tor macht er letztlich über links. War das von ihm gewollt, dass er mehrfach dann auch über die linke Seite kommt? Nein, er kann links und rechts spielen. Und wenn Sie können wechseln oder so, ist kein Problem. Na. Auch nochmal eine Frage an Herrn Favre. Paco Alcácer hat heute wieder von Beginn an gespielt, nicht getroffen. Woran liegt er, dass er von Beginn einfach keine Tore machen kann? Ja, aber Sie fragen mich immer, warum er nicht am Anfang spielt. Und deshalb. Nein, es ist so. Es ist eine Intuition in der Woche. Es war eine normale Woche hier und so. Ihm am Anfang zu bringen, das war so. Mehr nicht, kann ich dich fragen.
Herr Tedesco, ich habe noch eine Frage zu einem Spieler, der nicht gekommen ist, gerade aufgrund der jüngeren Derby-Vergangenheit. Dachte ich, Naldo wäre für die letzten 10 bestimmt eine gute Option. Warum haben Sie die nicht gezogen? Also vorne in die Spitze dann. Ja, weil wir eigentlich eine gute Kontrolle haben und auch hatten. Also Naldo ist sicherlich eine Option. Wir haben auch Salif dann geopfert und vorne reingestellt. Aber grundsätzlich, wir hatten, glaube ich, auch das Wechselkontingent relativ früh, auch aufgrund der 30. Minute oder dem Wechsel in der 30. Minute aufgebraucht. Ist nicht einfach, wenn dann die komplette Viererkette gelb vorbelastet ist. Auch gelbe Karten, die aus meiner Sicht total unnötig waren. Ich glaube, zweimal wegen Beschwerde. Und dann ist es eklig, gegen solche Stürmer zu verteidigen mit Gelbvorbelastung. Da musst du schon trotzdem auch ein bisschen mehr aufpassen als sonst, weil wenn du hier zu 10 spielst, dann hast du auch nichts gewonnen. Deswegen, es waren viele Sachen dabei, die so ein bisschen auch die Wechsel dann beeinflusst haben und die frühen Wechsel auch, ja. Leider. Herr Tedesco, in dieser Woche war in den Medien zu lesen, dass Sie großen Wert auf den Einsatz von Bentaleb legen und auch große Hoffnungen damit verknüpft haben. Sie haben eben gesagt, wir mussten ihn herausnehmen. War das nun verletzungsbedingt oder leistungsbedingt? Und dann noch etwas, mir war aufgefallen, als er ausgewechselt worden ist, hat er Ihnen den Handschlag verweigert. Ja, fangen wir mit dem zweiten an. Das ist, ist ja logisch, wenn jemand im Derby ausgewechselt wird, kurz nach der Halbzeit, dass er nicht zufrieden ist. Aber das ist mir 10-mal lieber als jemand, der dann der das so hinnimmt. Wir sind irgendwo alle Sportler, wir haben einen Sportscharakter und das ist völlig okay. Und jetzt ihm da in der Situation einen Strick draus zu ziehen, wäre nicht fair, weil da eben enorm viele Emotionen dabei sind. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Ich habe ihn dafür dann im Gesicht gestreichelt. Und was war die erste Frage? Verzeihung. Ach so, ob es leistungsbedingt war. Also es ist so, wir fragen natürlich, die erste Frage, wenn ich die Jungs in der Kabine sehe in der Halbzeit, ist natürlich, ihr seid ja angeschlagen, ist alles okay, hat jemand keine Power, ist jemand irgendwo verletzt? Und alle Daumen waren oben. Und da haben wir trotzdem gemerkt, dass er gewisse Schmerzen hat. Er hat sich immer wieder auch an die Leiste gefasst und an Schambein. Das ist vielleicht etwas. Klar, will jeder Spieler spielen, aber wir müssen trotzdem ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Und unmittelbar nach der Halbzeit waren einfach zwei Zweikämpfe an der Seite, die nicht angenommen wurden. Und dann stellt sich für mich schon die Frage, bist du fit wie zu Beginn? Und das Gefühl hatten wir dann nicht. Herr Tedesco, ist klar, dass in so einem Derby viele Emotionen unterwegs sind. Bei Salif Sané hatte ich den Eindruck, dass die manchmal ein bisschen übergeschäumt sind. Ich erinnere mich an einen, wo er die gelbe Karte, oder als er die gelbe Karte bekommen hat, das war ein belangloser Einwurf an der Mittellinie. Muss man sowas als Trainer sanktionieren? Weil das ist natürlich, er schwächt doch damit die Mannschaft, wenn er wegen so einem Quatsch ehrlicherweise eine gelbe Karte bekommt. Wir können es ansprechen, das sprechen wir an und sagen, kühlen Kopf, wir waren auch in dem Derby, wir wollten heute souverän sein in jeder Hinsicht, aber da dem Spieler was vorzuwerfen, da waren ja davor auch, ob jetzt berechtigt oder nicht, es waren 5 bis 6 Entscheidungen, die trotzdem irgendwo 50-50 waren. Also das Freistoßtor, das fällt, davor klärt der Martin Nastasic zum Einwurf und wird getroffen, da gibt es keinen Freistoß und das sind so die Kleinigkeiten, die dann versuchen, oder dafür sorgen, dass vielleicht ein Spieler so tickt. Aber dafür habe ich größtes Verständnis. Und ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, der hat dafür Verständnis. Wir müssen es minimieren, wir können es ansprechen, aber nicht sanktionieren. Und Salif hat ein super Spiel gespielt übrigens. Super nach vorne verteidigt, immer den Ball gewollt, immer angeschoben, angedribbelt. Versucht, die Lösungen zu finden, fußballerisch die Geduld gehabt, verlagert, aber auch mal vertikal gespielt. War heute eine richtig gute Mischung von ihm. Gibt es weitere Fragen? Eine gibt es noch, Thomas Lipinski. Sie haben jetzt 14 Punkte aus 14 Spielen. Wenn Sie auf die Tabelle blicken, was geht Ihnen durch den Kopf? Ja, wir hätten gerne ein paar Punkte mehr. Sie sehen, wie wir die Fußballspiele verlieren. Ist nicht immer ganz gerechtfertigt. Es waren viele Spiele dabei, die besser hätten ausgehen können. Waren aber auch viele Spiele dabei, die wir zu Recht verloren haben. Und es bringt nichts, auf die Tabelle zu gucken. Das haben wir letztes Jahr auch nicht gemacht, als wir Zweiter waren oder Dritter, Vierter. Wir müssen aus der Situation ja auch lernen und versuchen, diese Spiele für uns zu entscheiden. Es geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen weiter arbeiten. Wir müssen mit der Leidenschaft, mit der Power spielen, wie wir heute gespielt haben.
und offensiv mehr Durchschlagskraft entwickeln. Dann gewinnst du Spiele, wenn du Tore machst, gewinnst du Spiele. Wenn du die letzten drei Spiele jeweils nur per Elfmeter triffst, dann wird es schwierig, Spiele zu gewinnen. Deswegen, uns fehlt die Durchschlagskraft vorne. Gut. Ich denke, es waren schon eine Menge Fragen. Dann danke ich Ihnen allen für Ihr Kommen. Noch ganz kurz auflösend: beim Medientippspiel für Journalisten haben gewonnen Micha, Butzko, Gauks und Laik. Dürfen Sie den Gewinn bei uns im Medienbüro abholen. Unseren Gästen eine gute Rückreise. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Merci.